Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe den Eindruck, es wird immer voller, was ich natürlich sehr schön finde. Wir starten jetzt in einen auch sehr interessant beginnenden Nachmittag. Ich bin da bei der Vorbereitung auf eine Prognose gestoßen aus dem letzten Jahrhundert, die ich aber für unser nächstes Thema für einen sehr interessanten Ausgangspunkt halte. Der britische Ökonom John Maynard Keynes, der ja von nicht wenigen als einer der Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts gesehen wird, der hat 1930 einen Aufsatz vorgelegt, in dem er prognostiziert hat, dass in 100 Jahren, also jetzt 2030, die Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit bei 15 Stunden liegen werde. Der technische Fortschritt, wachsendes Vermögen, steigende Produktivität, all das werde es ermöglichen, dass die Menschen künftig nicht mehr unter drückenden wirtschaftlichen Sorgen leiden würden, sondern dass das Problem dann vielmehr sein werde, wohin mit der reichlichen Freizeit? Jetzt ist 2030 noch einen kleinen Moment hin. Ich glaube aber, wir können uns jetzt schon darauf einigen, dass er mit der Prognose vielleicht nicht so ins Schwarze getroffen hat. Keynes und seine Kollegen haben sich damals gebeugt und gebrütet über die Folgen der Industrialisierung, haben sich mit möglichen Prognosen beschäftigt über die Zukunft der Arbeit. Ich finde und fand die Parallele zu der Diskussion, die wir jetzt führen, aber auch interessant. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik, da profitierten die Menschen breit von der sozialen Marktwirtschaft. Jetzt, wie gesagt, fragen manche, ist das noch eine soziale Marktwirtschaft oder ist es ein digitaler Kapitalismus? Und deswegen wollen wir uns jetzt in der nächsten knappen Stunde über die Frage beugen, was die Digitalisierung für Folgen für den Sozialstaat hat, welche Nachjustierungen wir brauchen, welche, ja, mit welchen Fragestellungen, auf welche müssen wir uns gefasst machen. Und da freue ich mich auf Anke Hassel, Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Hans-Peter Klöß ist hier. Hans-Peter Klöß vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, dort Leiter Wissenschaft. Ich gehe in die Mitte. So. Frau Hassel, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von der 15-Stunden-Woche hören? Mir geht durch den Kopf, dass ich überlegt habe, wann das denn aufgehört hat mit der Arbeitszeitverkürzung. Nämlich für die ersten 50 Jahre, nachdem John Maynard Keynes das gesagt hat. Nämlich bis Mitte der 80er Jahre waren wir ja auf dem Pfad dorthin. Also wenn wir uns die Geschichte der Arbeitszeiten anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir bis zu dem Streik um die 35-Stunden-Woche, also Mitte der 80er Jahre, eine stetige Verkürzung der Arbeitszeit hatten. Also eine säkulare Entwicklung. Und dass erst dann die Entwicklung sich umgedreht hat. Also sie ist zum einen gestoppt worden und hat sich dann umgedreht bis zu dem Punkt, dass in vielen Branchen ja heute gar nicht mehr um die 35-Stunden-Woche geht, sondern um die 40-Plus-Stunden-Woche. Und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Also liegt es daran, dass es diese Produktivitätsfortschritte nicht mehr gegeben hat nach den 80er Jahren, dass das Wirtschaftsmodell nicht mehr zu mehr Wohlstand geführt hat? Oder liegt es daran, dass sich die Regulierung des deutschen Wirtschaftsmodells einfach geändert hat? Ja. Das ist die Analyse machen wir gleich. Ja. Was sagen Sie, wie lange arbeiten wir in 30 Jahren? Also ich glaube, dass wir in der Tat weniger arbeiten. Ich glaube, dass wir wieder auf einen Pfad kommen der kürzeren Arbeitszeiten. Die Analyse dazu kann ich gleich auch nochmal nachlegen, weil ich einfach denke, das hat was mit anderen neuen Familienstrukturen zu tun, das hat was mit der Demografie zu tun, aber es wird noch zu einer weiteren Arbeitszeitverkürzung kommen. Das glaube ich schon. Hans-Peter Klöß, was sagen Sie? Die Beobachtung der Vergangenheit ist ja doch, dass die Arbeitnehmer das, was sie können, durchaus auch mitnehmen. Also so sehr ich John Maynard Keynes wirklich verehre als Ökonom, in dem Punkt in der Tat, denke ich, lag er falsch, aber er war nicht der Einzige. Das Ende von Arbeit ist schon mehrfach ausgerufen worden. Viele von uns werden sich an viele Bücher dazu erinnern, Hannah Arendt beispielsweise, viele andere, die auch aus einer interdisziplinären Forschung herauskommen, die haben gesagt, das Ende der Arbeit steht bevor. Wir beobachten tatsächlich faktisch das Gegenteil. Wir sprechen über Höchststände an Beschäftigungen, zumindest in Deutschland, aber auch europaweit kommen wir aus der Arbeitsmarktkrise raus. Weltweit steigt die Beschäftigung.
Das heißt, das Modell der Erwerbsarbeit, das wäre schon auch mit Blick auf das Tagungsthema digitaler Kapitalismus eine These, das Modell der Erwerbsarbeit ist nicht von gestern, hat große Zukunft. Ich würde sogar prognostizieren oder zur Einschätzung neigen, dass wir pro futuro in der Zukunft länger arbeiten, aber weniger bezogen auf das Thema Wochenarbeitszeit, sondern eher auf das Thema Lebensarbeitszeit. Und da kommt die Demografie ins Spiel, ein ganz starker Treiber der Veränderungen. Wir sind in einer demografischen Phase, die geprägt ist davon, dass die Babyboomer bald ausscheiden werden. Wir werden, ich denke, mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme, ein weiteres Thema für heute, gut daran tun, darüber nachzudenken, wie wir länger im Lebensverlauf arbeiten können, auch länger gesund bleiben, um länger arbeiten zu können. Aber ist es nicht auch so, dass die Unternehmen die Arbeitskräfte, die sie rekrutiert haben als festangestellte Arbeitnehmer, dass sie von denen mehr und mehr wollen und sich ja auch, also das haben die Diskussionen der letzten Jahre ja gezeigt, mit dem Thema Teilzeit, das ja auch attraktiv ist in Zeiten, in denen sich Leute zu Hause einloggen können und nochmal Mails verschicken am Nachmittag oder am Abend. Warum sind die Arbeitgeber da so unflexibel? Also mein Bild ist, vermutlich werden Sie es nicht, wird sich nicht wundern, anders, dass wir gerade an der Ecke der Arbeitszeitflexibilisierung unglaubliche Veränderungen haben und dass wir gerade mit Blick auch auf die von Frau Hasel zu Recht angesprochene Tendenz in früheren Jahren die Arbeitszeit pro Woche zu verkürzen, im Gegenzug dann starke Flexibilisierungsinstrumente in den Arbeitsmarkt hineingegeben haben. Das können wir in jeder Arbeitszeitberichterstattung, glaube ich, ganz gut nachzeichnen. Ich sehe schon, dass das Thema Vereinbarkeit, Sie haben es angesprochen, auch die Frage, wie man Arbeitszeiten im Lebensverlauf, und ich bin ein großer Anhänger der Lebensverlaufsbetrachtung, dass das Thema Arbeitszeitflexibilisierung im Lebensverlauf tatsächlich eine der möglichen Antworten sein kann, um das von mir prophezeite Ergebnis einer längeren Lebensarbeitszeit auch verträglich für Beschäftigte und für Betriebe hinzubekommen. Was ist Ihre Sicht? Haben die Arbeitgeber die Flexibilität, die sie bräuchten im 21. Jahrhundert? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind da erst am Anfang einer Diskussion über größere Flexibilität, weil die Flexibilität ist ja immer die Frage, für wen? Für wen ist man flexibel? Wer ist flexibel? Und die Arbeitgeber sind immer schnell dabei, Flexibilität von Arbeitnehmern einzufordern und sie auch, wünschen sie sich auch, aber sie sind natürlich nicht so sehr dabei, wenn es darum geht, individuelle Rechte für Arbeitnehmer einzurichten, dass Arbeitnehmer selbst die Flexibilitätskarte ziehen können. Also wir haben das jetzt gesehen bei der befristeten Teilzeit zum Beispiel, da tun sich Arbeitgeber natürlich sehr schwer. Und was wir brauchen, und es ist ganz unabhängig von der Digitalisierung, sondern hängt wirklich mit demografischen Faktoren zusammen. Und da würde ich Herrn Klöß auch zustimmen. Es geht beim Sozialstaat primär um demografische Entwicklungen, sekundär um die Frage der Digitalisierung. Aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung brauchen wir mehr Flexibilität, und zwar im Interesse der Einzelnen. Das heißt, es muss Rechte geben, es muss Möglichkeiten geben, Arbeitszeiten individuell zu vereinbaren, ohne dass den Einzelnen Nachteile daraus erwachsen. Weil die große Frage ist natürlich, warum arbeiten Männer nicht mehr Teilzeit? Und die machen es nicht, weil sie es nicht unbedingt wollen, sondern weil sie befürchten, dass ihnen daraus Nachteile erwachsen. Und da muss man bei den Arbeitgebern wirklich noch sehr viel tun. Herr Klöß, warum arbeiten Männer nicht mehr in Teilzeit? Ach, das ist ein wirklicher Klassiker der Debatte. Ich denke, auch hier sollten wir, ich finde, schon würdigen, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir sind ja nicht mehr in dem 1-0-Modell. Also eine arbeitet, die andere arbeitet nicht, sondern wir sind ganz stark in Richtung 1,15, also 1 und Teilzeit, kleiner, größerer Teilzeit. Deutschland ist das Land, was den stärksten Zuwachs an Beschäftigungsquoten bei Frauen gesehen hat, nebenbei auch bei Älteren, um das auch noch hinzuzufügen. Wir liegen da nah am skandinavischen Niveau, was die Erwerbsbeteiligung von Frauen anbelangt. Wo wir weiter vorne sind, ist das Thema Teilzeit. Inzidenz, die Verbreitung von Teilzeit, die ist überwiegend weiblich, in der Tat. Und auch hier kommt der Lebensverlauf ins Spiel. Wenn Sie unterbrochene Erwerbsbiografien haben, schlägt sich das auch später erstens in der Entlohnungslücke nieder und zweitens auch in der sogenannten Rentenlücke nieder. Hier haben wir aber durch das Thema Elterngeld, ich denke auch durch den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur in diesem Land, doch eine sehr starke, wohlgemerkt nachholende, aber doch immerhin Modernisierung in den letzten Jahren gehabt. Ich finde insgesamt, dass sich die Institutionen in Deutschland sehr stark modernisiert haben, auch in Richtung eines Doppelverdienermodells. Und deswegen sehe ich da auch optimistisch in Zukunft, dass auch von dieser Männer-Frauen-Frage her
die Chance, in den digitalen Wandel hineinzugehen, auch durch die Ausdifferenzierung von Beschäftigungsformen, sich noch weitere Möglichkeiten geben. Ich bin unterm Strich, um das deutlich zu sagen, ich bin nicht pessimistisch für die Bewältigung der digitalen Transformation. Und sie geht nebenbei fast schon auch einher mit der demografischen Transition. Wenn wir, ich würde gerne versuchen zu werben dafür, dass die digitale Transformation eine Chance sein kann, um die demografische Transition sozusagen gegen die damit möglicherweise einhergehenden Wohlstandsverluste, die wir haben, abzusichern und uns sozusagen in eine andere Produktivitätskurve gesamtwirtschaftlich bringen zu können. Also nur ein Punkt dazu. Deutschland ist das Land mit der größten Diskrepanz zwischen Männerarbeitszeiten und Frauenarbeitszeiten im europäischen und auch im OECD-Vergleich. Und das ist ein großes Thema. Weil für Frauen wirklich die Wahl ist nicht zwischen dem Doppelverdienermodell und dem Alleinverdienermodell, sondern in Deutschland haben wir wirklich das Anderthalbverdienermodell. Das heißt, dass Frauen überwiegend in Teilzeit sind und sie sind überwiegend in kleiner Teilzeit. Ja? Und das ist der Unterschied zu fast allen anderen westeuropäischen OECD-Ländern, wo Frauen erwerbstätig sind, aber nicht in kleiner Teilzeit, sondern entweder in großer Teilzeit oder in Vollzeit. Und diese Diskrepanz, darüber ist schon viel diskutiert worden, diskutieren wir auch ständig drüber, hat was zu tun mit Ehegattensplitting, hat was zu tun mit sozialer Infrastruktur und so weiter. Aber diese Diskrepanz ist nicht gelöst. Also ich bin da auch zuversichtlich, aber ich würde im Unterschied zum Herrn Klöß sagen, wir sind da nicht schon weit gekommen, sondern wir sind jetzt einen Schritt gekommen und wir haben noch einen großen Weg vor uns. Genau, ich glaube, es ist uns verziehen, dass wir den Teil der Diskussion bestreiten, ohne dass Digitalisierung jetzt jedes zweite Wort ist, weil die Prozesse, die Veränderungen, die wir im Arbeitsleben sehen, einfach stark durch die Digitalisierung bedingt sind. Herr Klöß, was Sie jetzt natürlich nicht erwähnt haben bei Ihrer positiven Zwischenbilanz, dass inzwischen ja sozusagen das Arbeitspensum von 1,5 Arbeitskräften pro Familie eher normal geworden ist, ist, dass viele Familien sich das Alleinverdienermodell tatsächlich auch gar nicht mehr leisten können im 21. Jahrhundert. So gesehen müsste man die Rechnung über die Arbeitszeit, wenn man ja zwei Erwachsene hat, die den Unterhalt einer Familie bestreiten, müsste man eigentlich sagen, dafür müssen jetzt 60 Stunden gearbeitet werden insgesamt. Wo kommt diese Diskrepanz her? Also das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen hat nach dem stärken Rückgang nach der deutschen Einheit, das war ein Einheitseffekt, ist das Arbeitsvolumen seit etwa Mitte der Nullerjahre wieder langsam nach oben. Das heißt, wir haben ein gesamtwirtschaftlich steigendes Arbeitsvolumen wieder, was sich aber anders verteilt auf Vollzeit und Teilzeit. Teilzeit macht mittlerweile etwa 15% des gesamtwirtschaftlichen Arbeitszeitvolumens aus. Und hier haben wir eine Veränderung der Erwerbsmuster. Und ich würde versuchen zu erwidern, dass dieses veränderte Erwerbsmuster innerhalb der Familie, der familialen Arbeitsteilung auch dazu beigetragen hat, dass sich die Wohlstandsniveaus insgesamt aus meiner Sicht jedenfalls deutlich entwickelt haben. Und dass wir auch, was die Möglichkeiten anbelangt, mit dem Familieneinkommen in Anführungsstrichen als Konsumenten aufzutreten, doch genau die Entwicklung genommen hat, die wir relativ stark beobachten. Wir haben eine stagnierende Sparquote, wir haben starke Konsumausgaben. Insoweit meine ich, das findet den Niederschlag. Diese steigende Erwerbsbeteiligung, die wir bisher haben und kein Ende der Arbeit, hat dazu geführt, dass wir auf einem Höchststand an Beschäftigung sind, mit dem Höchststand an Konsummöglichkeiten und dass wir in einem 10-jährigen Aufschwung mittlerweile als Volkswirtschaft sind, ich kann mich ehrlich gesagt an keine Phase erinnern, wo wir einen so langen Aufschwung gehabt haben. Ist das auch Ihre Analyse? Oder soll ich noch nachhaken und das Stichwort Lohnquote fallen lassen, die ja sinkt? Die Lohnquote? Was gibt es da zu lachen? Die Lohnquote, das Argument ist mir vertraut, die Lohnquote hat eine Seitwärtsbewegung. Und die Lohnquote, ich weiß nicht, heute ist das Gutachten Sachverständigenrat entstehen, ich habe noch nicht reingeschaut, da wahrscheinlich ist auch da wieder ein Kapitel zur Lohnquote drin. Die Gewinn- und Lohnquote, die Gewinneinkommensquote, die Lohnquote enthält ja, muss ja korrigiert werden, um die Einkommen aus Selbstständigkeit, in Anführungsstrichen. Wir haben eine Seitwärtsbewegung der Lohnquote, ist mein Bild jedenfalls, Frau Hassler, vielleicht ein anderes. Naja, also wir haben eine sinkende Lohnquote und vor allem haben wir in den zehn Jahren des Aufschwungs haben wir quasi stagnierende Reallöhne. Ich glaube, die Entwicklung, und die wir beobachten können und die natürlich eine Rolle spielt, wenn wir jetzt über demografische Effekte sprechen, über die Erwerbsquote und so weiter, was wir feststellen können, ist, dass bei den Standardarbeitnehmern natürlich Realeinkommen nicht gestiegen sind in den letzten Jahren. Das hat viel zu tun, und auch darüber sprechen wir heute,
häufig. Es hat viel zu tun mit den Entwicklungen in der Eurozone, es hat was zu tun mit der Art und Weise, wie Deutschland sich in die Eurozone eingepasst hat, mit unserem Wirtschaftsmodell, das eben sehr stark exportorientiert ist und so weiter. Aber Familien heute erleben, dass ihr Lebensstandard eigentlich nicht gestiegen ist. Und Familien erleben genau das, was Sie auch beschrieben haben, dass heute eben im Unterschied zu dem Alleinverdienermodell es nicht mehr ausreicht, dass eine Person in der Familie arbeitet und dass es bei anderthalb Verdienern auch schon knapp wird. Und ich glaube, daher rühren die ganzen Ängste und auch Diskussionen, die wir jetzt sehen in Bezug auf den Sozialstaat. Also wir würden ja jetzt nicht über Sozialstaat 4.0 sprechen und auch über radikale neue Ansätze sprechen, wenn es nicht ein Gefühl gäbe in der Bevölkerung, dass etwas nicht stimmt mit dem Arbeitsmarkt, trotz Vollbeschäftigung und auch trotz Aufschwung. Und dass auch etwas nicht stimmt mit den sozialen Sicherungssystemen, die doch eigentlich dafür da sein sollten, unsere sozialen Risiken abzusichern. Ich glaube, da gibt es einfach eine Diskrepanz. Es gibt eine ökonomische, vordergründig positive Entwicklung, aber es gibt gesellschaftlich ganz andere Wahrnehmungen und es gibt gesellschaftlich auch ganz andere Vorstellungen davon, wie es denn weitergehen könnte. Und Sie haben gerade gesagt, die sozialen Standards sind oder die Standards, die Familien heutzutage normal finden, die seien gestiegen. Woran würden Sie das festmachen? Ich glaube, im täglichen Konsumverhalten, was wir als normal, in Anführungsstrichen, normales Konsumverhalten beobachten, die Ausstattungsmerkmale. Wir können zum Beispiel gesamtwirtschaftlich ganz gut berechnen, welche Arbeitszeitminuten muss man für bestimmte Konsumgüter aufwenden. Das ist im weiten Fall für den Fernseher und so weiter müssen Sie heute 12 Minuten oder sowas oder eine Stunde 12 Minuten arbeiten. Früher mussten Sie 8 Stunden. Ich glaube, die reale Konsummöglichkeitenkurve hat sich verändert. Ich will aber Frau Hassel und wir wollen ja hier wirklich kontrovers, aber dann auch sehr aufgeklärt diskutieren. Was mich persönlich umtreibt. Und wo ich einen Teil auch des Diskurspotenzials wirklich sehe, ist, warum wir auch im Spiegel der Demoskopie, Allensbach vor ein paar Wochen, eine doch, und nicht nur in diesem Befund, sondern in vielen Befunden eine Diskrepanz sehen in den Bevölkerungsumfragen. A, wie ist die Einschätzung meiner persönlichen Lage? Jetzt, wie schätze ich meine persönliche Lage ein? Die Zustimmungsraten, die Zufriedenheitswerte sind auf einem All-Time-High. Wenn Sie fragen, wie geht es dir selbst, wie schätzt du das ein? Und gleichzeitig diese Verunsicherung da ist, ich habe aber Sorge, dass das bröckelt. Und diese Verunsicherung, die müssen wir, glaube ich, auch als Wirtschaftsforscher, als Soziologen, als Politologen gemeinsam versuchen, auch als Medien versuchen aufzulösen und dem näher zu kommen, was ist der Grund für diese Diskrepanz zwischen Ist und Wahrnehmung. Und ich respektiere sehr Wahrnehmung. Wir alle sind von Wahrnehmungen geprägt, getrieben. So wie wir unser Umfeld erleben, unser Zuhause erleben. Und wir müssen das in einen Kontext bringen, was steckt dahinter zwischen der Diskrepanz zwischen Ist und Wahrnehmung und wie kriegen wir das in einen politischen Frame hinein, dass die, ich glaube, berechtigten Sorgen von dem, was kommt, von dem, was ich auch wahrnehme, wie können wir das anpacken? Und da ist ein Teil der Frage, wie viel davon geht zurück auf das Thema Digitalisierung? Wenn Sie das sozioökonomische Panel daraufhin untersuchen, wenn Sie die Mittelschicht untersuchen, fragen, was sind denn die Treiber von Verunsicherung, dann steht die Digitalisierung offen gestanden nicht ganz oben bei den Items des sozioökonomischen Panels. Da ist die Frage von Ängsten, von Verlustängsten, also sind andere Items als das klassische Digitalisierungsthema. Aber der Verlust des Arbeitsplatzes ist ja in aller Regel relativ. Das Arbeitslosigkeitsrisiko ist im Augenblick auf einem historischen Low. Auch das ist geklärt. Das Thema Arbeitslosigkeit ist nicht der Hauptaufreger. Das Thema Digitalisierung ist in den Items des sozioökonomischen Panels, auf das ich mich jetzt mal stütze, so als konkrete Abbildung noch nicht mit drin. Ich glaube, wir würden, wenn wir das schärfen würden, im Panel möglicherweise auch diesbezüglich einen Befund kriegen, dass uns die damit verbundene Veränderung, die von der Digitalisierung ausgeht, dass uns die sozusagen Sorge macht, kriege ich das noch für mein eigenes Leben kontrolliert, was nach vorne weist. Frau Hassel, Sie atmen tief ein, wenn wir den Verweis hören von Hans-Peter Klöße auf die wirtschaftliche Lage, die ja im Moment wirklich sehr positiv ist und in Rechnung stellen, dass die Digitalisierung, die Digitalkonzerne unsere Leben, unsere Arbeitswelt munter gestalten, jetzt seit ungefähr 20 Jahren, sind diese Ängste, die da teilweise in der Welt sind, teilweise geschürt werden, sind die vielleicht übertrieben? Nein, ich glaube, die Ängste sind durchaus real, aber sie sind konzentriert auf eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft. Und ich glaube, das macht es so schwer, damit umzugehen, weil
nicht alle leiden unter diesen Ängsten und die Umfragen stimmen natürlich, sehr viele sind mit ihrem Leben zufrieden und man kann sehen, dass alles, was man obere Mittelschicht nennen kann, doch durchaus sehr gut zurechtkommt, sowohl mit dem Arbeitsmarkt als auch mit der Digitalisierung. Da jetzt nur als Nebensatz, wenn wir unsere eigenen Befragungen anschauen und auch Fragen zur Digitalisierung, jetzt zum Beispiel bei den Betriebsräten, was kommt bei euch an, was ist der Haupteffekt? Und da ist der Haupteffekt immer die Frage der Personalbemessung und der Arbeitsintensivierung. Also ich glaube, bei Beschäftigten, bei Arbeitnehmerhaushalten, insbesondere in qualifizierteren Tätigkeiten, ist das Problem von Digitalisierung wirklich, wie ändern sich Arbeitsinhalte? Werde ich jetzt immer mehr machen müssen? Wird meine Arbeit entgrenzt? Was passiert mit mobiler Arbeit und solche Sachen? Ne? Da kommen bestimmte Ängste rein, aber das sind nicht die Ängste, die jetzt den Sozialstaat umtreiben. Die Ängste in Bezug auf den Sozialstaat, da geht es um die untere Mittelschicht und da ist, glaube ich, wirklich eine Mischung von dem, was Digitalisierung mit ihren Arbeitsplätzen macht, plus der Situation, die wir haben seit der Agenda 2010, seit den Hartz-Reformen, dass dort wirklich Unsicherheiten in den Arbeitsmarkt eingeführt wurden, die auch als Vergrößerung der Unsicherheit wahrgenommen werden, nämlich was passiert, wenn ich meinen Job verliere und nicht sofort eine neue qualifizierte Beschäftigung finde. Der Anteil der Digitalisierung spielt dort eine Rolle, wo wir im deutschen Wirtschaftsmodell sehr stark auf mittlere Qualifikationen setzen. Also auch im europäischen Vergleich sind wir das Land, was immer noch die Hälfte der Kohorte eines Schulabgangs in eine mittlere Qualifikation reinschickt, also in ein Ausbildungsverhältnis. In anderen Ländern ist es ganz anders, da gehen viel mehr in eine tertiäre Ausbildung, also auf die Universität. Wir haben einen sehr großen Pool von Menschen, die eine mittlere Qualifikation haben, die auch in Berufen sind, für die man diese Qualifikation braucht. Jetzt kommt die Digitalisierung und die Frage ist, wohin entwickelt sich mein Beruf? Ja, zum Beispiel bei Krankenschwestern. Es findet Digitalisierung Einzug in Krankenhäuser. Und die Frage ist, wird damit der Beruf der Krankenschwester aufgewertet? Also findet dort eine zusätzliche Qualifizierung statt und damit auch eine Aufwärtsmobilität? Oder führt es dazu, dass man Berufe immer weiter aufspaltet, dass man auf der einen Seite Hilfskräfte hat, auch im Krankenhaus, wo bestimmte Tätigkeiten wirklich von Hilfspersonal ausgeführt werden müssen und nur noch wenige wirklich eine Aufstiegsmobilität haben. Ja? Und das betrifft diese Frage der Polarisierung, geht mein Beruf tendenziell nach unten in eine Hilfstätigkeit oder geht mein Beruf in eine Aufwärtsbewegung, die dann vielleicht auch mit einem dualen Studium einhergeht. Also wir sprechen ja viel von Akademisierung zum Beispiel in Pflege und Gesundheit. Wird mein Job aufgewertet? Ja? Und das ist die große Verunsicherung, die insbesondere in der Mittelschicht, insbesondere in der unteren Mittelschicht in Deutschland anzutreffen ist. Dem würde ich zustimmen, aber aus anderen Gründen. Ich halte die mittlere Qualifikation, die wir in Deutschland mit dem Stichwort duales Ausbildungssystem belegen, tatsächlich nach wie vor für ein riesiges Asset. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir zwischen dualen Qualifikationen und akademischen Qualifikationen, tertiären Qualifikationen ein komplementäres Verhältnis haben. Ein Teil dessen, dass es wirtschaftlich ganz gut läuft, hat ja damit zu tun, dass dieses Land, Sie sagten, Frau Schulz, exportstark, dass wir gerade einen Qualifikationsmix haben, der auch zu diesem Geschäftsmodell passt. Ich würde gern dafür werben, dass wir die Stärke dieses dualen Systems in seiner auch Fähigkeit, sich selbst zu modernisieren, nicht unterschätzen. Und ich glaube nach wie vor, dass es elementar wichtig ist, gerade im Bereich der technischen Qualifikation sowohl dual als auch tertiär ausgebildet zu haben. Aber, wo ich Ihnen zustimmen möchte, das Thema der Polarisierung, aber auch da möchte ich es anders intonieren. Ich habe schon persönlich ein wenig Sorge, dass etwas an der These dran ist, the winner takes it all. Und dahinter steckt eine stärker denn jemals zuvor von Qualifikationsausstattungen getriebene personelle und dann auch funktionelle Einkommensverteilung. Also im Sinne von, Qualifikation wird immer stärker ein Prädiktor dafür, wie ich im Lebensverlauf, wie das läuft im Lebensverlauf, wie meine Einkommenschancen sind, wie auch meine Peer Groups und so weiter sind, wie auch dann die soziologischen Gruppen der Locals und der Internationals sozusagen gegeneinander oder miteinander kommunizieren. Ich halte das Thema für Qualifikation für den, wenn ich es auf einen Punkt bringen müsste, für Silver Bullet, für die Frage, das ist der entscheidende Hebel, um diese digitale Transformation zu gestalten.
Und das ist eine Frage, die sich im Lebensverlauf tatsächlich von der frühkindlichen Bildung bis zu der Weiterbildung im fortgeschrittenen Lebensalter, in dem ich mich auch befinde, erstrecken muss. Und ich glaube deswegen, dass wir auch in der politischen Governance-Diskussion sehr, sehr gut daran tun, diesen Punkt der Qualifikation quasi zu matchen mit dem Thema der Digitalisierung und dort ein, ja, ein, ich will nicht sagen Masterplan, ist missbraucht der Begriff, aber eine Agenda, um daran anzuknüpfen, Frau Hassel, eine neue Agenda zu entwickeln. Ich halte das für ein Shortcoming im Koalitionsvertrag nach wie vor. Das sind viele, viele Worte. Und ich habe auch das 6-Seiten-Papier der SPD gelesen. Auch da kommt das Thema Digitalisierung nicht vor. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir dort gesellschaftlich Fortschritte erzielen. Aber greifen Sie nochmal das Wort Arbeitsverdichtung auf. Ja. Das ist ja in der Tat auch einer der Punkte, warum Arbeitnehmer sich zunehmend ausgequetscht fühlen. Wir wissen alle, dass in Zeiten der Digitalisierung einfache oder auch komplexere Arbeitsvorgänge einfach schneller gehen. Ja, in einer Handelsbeziehung, da hat man früher vielleicht einfach erstmal in Ruhe einen Brief abgeschickt und ein paar Tage später kam dann vielleicht mal die Antwort, dann konnte man nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Und diese Kommunikationsprozesse, die haben sich ja auch irrsinnig beschleunigt. Verändert. Jeder Arbeitnehmer schafft viel mehr als früher. Die Produktivität gestiegen, eindeutig, ja. Und trotzdem, abgesehen von dem Anstieg des Stresslevels, wird diese Digitalisierungsdividende, von der ja immer die Rede ist, davon scheinen die Arbeitnehmer nicht profitieren zu können. Also ich glaube, dass wir die Digitalisierungsdividende vor allen Dingen in Form gestiegener Beschäftigung einfahren. Die Frage ist, ob wir sie noch stärker in Form steigender Einkommen oder in anderen Gruppen steigender Einkommen beobachten. Nochmal, wenn ich sage, the winner takes it all, ist das meine persönliche Sorge, dass sozusagen es eine asynchrone Entwicklung bei den Einkommens nach einzelnen Qualifikationsstufen sieht. Also um Silicon Valley Modell auf der einen Seite, den Kapitalismus dieser Art zu kontrastieren mit dem deutschen, sage ich mal, Industrie 4.0 Geschäftsmodell Kapitalismus, oder Marktwirtschaft, ich würde den Begriff Marktwirtschaft jederzeit vorziehen, dann ist da schon eine Frage drin, welche Qualifikationen brauchen wir, um die Frage Stresslevel und so weiter aufzugreifen. Natürlich haben wir eine Verdichtung der Arbeit, elementar, anders wäre das auch gar nicht gegangen. Die Frage ist, ist das ein Eustress oder ein Distress, ein positiver Stress oder ein negativer Stress? Ich glaube, die Frage, kann uns Digitalisierung, uns als Beschäftigte, die meisten von uns sind Beschäftigte, vielleicht einige Freiberufler, einige Selbstständige. Kann uns das sozusagen stärker machen, resilienter machen in der Abwicklung unserer Arbeit? Und bitte vergessen wir eins nicht. Digitalisierung hat eine Riesenchance. Sie kann uns von Arbeiten befreien, die wir als lästig, als monoton, als repetitiv empfinden, wo wir die Sinnstiftungsfrage auch mit Sicherheit nicht alle positiv beantworten würden. Ich setze persönlich darauf, dass Digitalisierung als eine Weiterentwicklung des Begriffs technischer Fortschritt uns hilft, die Arbeiten, die wir nicht gerne mögen, quasi abzunehmen, damit wir bei uns, damit Kapazitäten frei werden für andere Formen von Beschäftigung. Bleibt dann noch genug Arbeit übrig für alle? Ja, also da, ich glaube, also erstmal, ich würde vieles von dem zustimmen, was Sie gesagt haben, auch im Bereich der Bildung. Ich weiß, aber ich glaube, wir können ja einfach mal bestimmte Themen einfach abräumen, wo wir sagen, also da besteht gar kein Streit. Ich glaube, in der Bildungsfrage besteht überhaupt kein Streit. Und da brauchen wir auch eigentlich nicht weitere Analysen, sondern da brauchen wir mehr Umsetzung. Investition in Bildung ist, glaube ich, wirklich das A und O bei dieser Frage. Und auch bei der Frage, kann Digitalisierung uns von schädliche Arbeit befreien, würde ich auch sagen, ja, das kann sie. Also von daher bin ich da völlig d'accord. Ich würde sagen, man muss natürlich überlegen, wie kann man Arbeit regulieren, damit die Einzelnen sich auch vor den Übergriffen der digitalen Arbeitswelt schützen können. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Da sind wir bei der Arbeitszeitfrage. Wie muss man Arbeitszeit regulieren, damit Einzelne auch legitimerweise sagen können, jetzt ist Schluss oder ich lese diese Mails nicht mehr nach 18 Uhr, nach 20 Uhr, nach 22 Uhr oder wann auch immer. Also da wären wir dann im Streit. Also wie sollte man das regulieren? Wer kann das regulieren? Ihre Frage, haben wir denn dafür noch genügend Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran und ich denke, Sie auch nicht. Sie haben auch keinen Zweifel daran, dass Digitalisierung nicht dazu führen wird, dass uns die Arbeit ausgehen, sondern es wird bestimmte Qualifikationen bestimmte Berufsbilder werden wegfallen aufgrund von Digitalisierung. Andere Berufsbilder werden entstehen. Sie werden natürlich viel stärker entstehen im Bereich der Dienstleistungen, auch sozialen Dienstleistungen, wo sie auch dringend benötigt werden, ne? Also
Also wenn wir uns in der Pflege, in der Bildung zum Beispiel umschauen, da ist dann ein großer Investitionsbedarf. Ich glaube überhaupt nicht, dass wir weniger Arbeit haben werden, sondern mehr. Da muss man jetzt der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass es da einfach wildeste Spekulationen, sehr unterschiedliche Annahmen gibt. Es gibt Projektionen, die davon ausgehen, dass millionenhaft, millionenweise weltweit Jobs wegfallen werden oder nicht. Wir müssen das hier an der Stelle ja als Streit nicht vertiefen, aber, aber trotzdem können Sie antworten. Genau, ich glaube, der Punkt wie wirkt Digitalisierung auf Arbeit? Der eine Punkt ist wirklich die Polarisierung. Und die Polarisierung zwischen von Qualifikationen, aber auch von Einkommensprofilen sehen wir jetzt in fast allen OECD-Ländern. Also dass es eine Zunahme gibt am unteren Bereich, eine Zunahme am oberen Bereich, dass tendenziell Berufsbilder mit mittlerer Qualifikation abgebaut werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Befund, weil der hat auch was mit der Mittelschicht zu tun, der hat auch was mit unserer Demokratiefähigkeit zu tun. Also Polarisierung ist ein wichtiges Kriterium. Das andere ist natürlich Beschleunigung. Wenn wir uns anschauen und auch die Prognosen anschauen, wie viele Arbeitsplätze wegfallen, dann würde ich sagen, ja, die fallen weg, andere entstehen dadurch. Aber ich glaube schon, dass die Geschwindigkeit der Veränderung sich verändert hat. Und darauf müssen natürlich wir auch Antworten finden. Wir müssen sie finden im Kontext der Demografie, weil wir auch eine alternde Gesellschaft haben und natürlich auch mit alternder Gesellschaft nicht unbedingt die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Veränderung steigt. Und wenn wir in die ganze Weiterbildungsdiskussion einsteigen und uns anschauen, warum passiert da eigentlich nicht mehr. Das ist ja auch so also Bildung, Weiterbildung. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Weiterbildung, um uns fit zu machen für den Arbeitsmarkt, aber sie findet kaum statt. Dann liegt es sehr oft auch an den einzelnen Arbeitnehmern, die ab einer bestimmten Altersgruppe auch wirklich nur noch wenig Lust haben noch auf weitere Weiterbildung und sagen, lass mich doch in Ruhe. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, also nicht bei der Arbeitnehmerbeschimpfung, sondern uns überlegen, wie müssten eigentlich die Bedingungen aussehen, dass auch nach einer schon 20-jährigen Berufstätigkeit in einem bestimmten Berufsbild wir Menschen dahin bringen zu sagen, okay, mein Berufsbild wird wahrscheinlich nicht weitergehen, aber es gibt andere Entwicklungsmöglichkeiten und ich muss mich darauf vorbereiten. Ich glaube, das ist eine mentale Sache, aber es ist natürlich auch eine Bildungssache und es ist eine Frage, wie das finanziell unterstützt wird. Was sicherlich einen eigenen Kongress tragen würde, dieser Bildungsauftrag, der im Zusammenhang steht mit der Digitalisierung. Herr Klöß, bevor Sie da jetzt noch mal darauf reagieren, würde ich eigentlich den Bogen oder auch unsere Diskussion gerne noch in eine andere Richtung vorantreiben. Ich habe verstanden, dass die Arbeitnehmer, dass die Unternehmen immer genervt sind, wenn der Staat da jetzt reguliert und Vorschriften macht und das können doch alles die Tarifparteien viel besser. Ist das wirklich noch die Antwort in Zeiten, in denen viele Arbeitnehmer ja über die Gewerkschaften nicht erreicht werden, weil sie eben auch gar keinen festen Arbeitnehmerstatus haben, wie die Clickworker, deren Zahl, glaube ich, täglich zunimmt? Das sind mehrere Punkte. Ich versuche mal mindestens zwei nochmal aus Ihrer Frage rauszuholen. Will auch vorweg schicken, eine Geste der Demut, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, als Nicht-Techniker, als Nicht-Informatiker, als Nicht-IT-Spezialist, ob diese Welle der Digitalisierung, der Transformation, Stichwort künstliche Intelligenz, ob die vergleichbar ist mit früheren Formen der technologischen Veränderung. Ich will das einfach nur sagen, auch zu Protokoll geben. Die Wissenschaft, die Forscherszene ist sich an der Stelle, es gibt wirklich verschiedene Studien, Sie haben es quasi zitiert. Ich glaube, es hat sich ein bisschen sowas wie eine gewisse, wie soll ich sagen, Check mit der Realität ergeben, der mehrheitlich doch zum Ergebnis kommt, bisher haben wir keine negativen Beschäftigungseffekte und werden sie vermutlich auch nicht haben. Aber das ist getragen von sozusagen der Status quo Szenario Fortschreibung. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit in dem Thema künstliche Intelligenz ein Quantensprung in Anführungsstrichen liegt, der sich nochmal auswirken wird auf unsere Projektion für die Arbeitslandschaft 2030, die es ja auch gibt. Ich will das nur auch gerne sagen. Wir sollten da auch durchaus immer noch, wie gesagt, offen im Kopf bleiben und gucken, genau gucken, was da passiert, uns mit anderen Disziplinen austauschen, um da ein Proof of Evidence zu kriegen. So zu Ihrer Frage. Es waren ja zwei Punkte. Einmal die Frage der, Sie haben es Solo- und Clickworker genannt, und die Frage der Regulierung, die man möglicherweise benötigt. Auch die Frage, muss der Gesetzgeber eingreifen oder machen das die Sozialpartner?
Wir haben vor etwa 100 Jahren das Stinnes-Lehgin-Abkommen ist es in Kraft getreten, was sozusagen die deutsche Tarifautonomie, die Sozialpartnerschaft auf eine grundsätzliche tragfähige Basis gestellt, eine staatsferne Basis gestellt hat. Und ich glaube, man kann an der Stelle sagen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich würde sehr dafür votieren, das auch weiterhin als ein Erfolgsmodell zu propagieren. Tatsache ist aber auch, die Tarifbindung hat abgenommen und ist sozusagen immer noch, es war langsam am Auspendel, aber sie hat im Trend deutlich abgenommen. Das ist die Frage, wie kann eine Repräsentanz für die nicht durch Tarif, direkt durch Tarifverträge abgedeckten Beschäftigten laufen? Und da ist die Frage, welche Schutzbedürfnisse entstehen durch diese Entwicklung? A, abnehmende Tarifbindung und B, Digitalisierung. Und hier, auch da würde ich gerne für werben im Sinne des aufgeklärten Diskurses der Evidenzbasierung, da muss man ganz genau hinschauen, unter anderem auf die Frage der Clickworker. Es gibt jetzt vor 4 Wochen vom Bundesarbeitsministerium ist eine Studie erschienen, einer Hochschule mit CWAY, wo ich glaube, die bisher größte Datenbasis ausgewertet worden ist, wie die Prävalenz, also die Inzidenz von Clickworking ist. Man kommt auf bis zu 6,8%, bis zu. Aber wir haben hier zum ersten Mal ein empirisches Bild, glaube ich, der Clickworker, die zu einem überwiegenden Teil, Frau Hassel, korrigieren Sie mich, aber zum überwiegenden Teil in einer Nebentätigkeit sind, nicht in einer Selbstständigkeit, einer ausschließlichen Selbstständigkeit. Das ist die Evidenz, die in der Studie nachlesbar berichtet worden ist. Und ich glaube, es macht schon sehr viel Sinn, nochmal genau hinzuschauen, welche Struktur haben wir in diesem Crowdworking, Clickworking, Plattformarbeit. Und wenn wir zum Ergebnis kommen, hier gibt es Sicherungslücken, die entstehen oder größer werden, dann gibt es, ich finde, guten Grund für eine Intervention. Aber erst dann. Immer die Frage, wann muss eine Regulierung erfolgen? Muss sie ex ante regulieren? Also im Sinne von, oh, da kommt was? Oder müssen wir dann, wenn etwas sich entwickelt und wir müssen dann genau hinschauen, messen, versuchen zu beobachten, da läuft was schief, dann zu intervenieren? Das ist, glaube ich, eine große auch Debattenfrage, die vielleicht auch kontrovers hier ist. Also die ist gar nicht kontrovers an der Stelle, weil wir haben eigene Studien auch zu der Frage der Clickworker unternommen und kommen zum gleichen Ergebnis. Also die Clickworker sind in der Regel nebenberuflich tätig, also die machen das nicht zu ihrem Hauptberuf und die sind auch in der Regel eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Möglichkeit des Nebenerwerbs und es gibt da gar nicht so viele Beschwerden. Also insofern, für mich wären die Clickworker jetzt auch gar nicht der Bereich, wo man sagen muss, man muss da wirklich tätig werden oder das ist jetzt eine große soziale Frage, wie gehen wir in der Zukunft mit den Clickworkern um. Was wir aber auch sehen, und da sind wir wirklich bei den alten sozialen Fragen, nicht bei den neuen sozialen Fragen aufgrund der Digitalisierung, ist, dass natürlich Clickworker solche Menschen sind, die wahrscheinlich in ihrem Hauptberuf in einem Bereich beschäftigt sind, wo sie eben nicht ein Einkommen erwerben können, dass sie davon auskömmlich leben können. Also man macht es in Nebenerwerb, weil man eine zusätzliche Einkommensquelle braucht und sucht. Und da bietet sich das an, weil das kann jeder zu Hause machen an seinem PC und kann dann bestimmte Sachen für Amazon von A nach B klicken. Aber die Frage ist, warum können die Menschen denn nicht von ihrem Hauptberuf leben? Und warum haben sie nicht das Auskommen, was sie eigentlich gerne hätten? Und da sind wir wieder bei einem ganz alten Thema, nämlich dass Deutschland im westeuropäischen Vergleich den größten Niedriglohnsektor hat, der leider auch trotz Aufschwung, 10 Jahre Aufschwung, jetzt nicht kleiner geworden ist. Und dass wir an der Stelle wirklich uns überlegen müssen, wie können wir denjenigen, die jetzt in Beschäftigung sind, die eben im Niedriglohnsektor angesiedelt sind, wie können wir denen helfen? Und es hat wenig, wirklich wenig mit der Digitalisierung zu tun, sondern es hat wirklich viel mehr mit dem alten Kapitalismus zu tun und weniger mit dem neuen Kapitalismus. Dass die Digitalisierung natürlich, ja, wie gesagt, die Arbeitswelt prägt. Und also das hätte ich Ihnen jetzt auch entgegengehalten, Herr Klöß, dass die Menschen das in ihrer, ja eigentlich jetzt mal altmodisch gedacht, in ihrer Freizeit dann auch noch Zeit in dieses Clickworking reinstecken, um ihr Geld da aufzubessern, kann man sich ja wirklich darüber streiten, ob das eine positive Nachricht ist. Und dann wollte ich jetzt
noch den nächsten Punkt reinbringen, über den wir uns unbedingt noch beugen müssen, obwohl die Zeit schon wieder sehr fortgeschritten ist. Ich verstehe Sie beide ja so, dass wir auf keine Situation zulaufen, in der plötzlich den Menschen massenhaft die Arbeit fehlt. Das wäre die Frage nach dem Anknüpfungspunkt für eine soziale Absicherung, ob das überhaupt jetzt im 21. Jahrhundert groß die Erwerbsarbeit noch sein kann. Aber wenn wir festhalten, dass im Moment in Deutschland zumindest relativ viele Leute Arbeit haben, dann ist doch naheliegend, dass die Stellschraube, die man bewegen muss, ganz klar die Löhne sind. Also die Lohnentwicklung ist eine Resultante der individuellen Produktivität am Arbeitsplatz. Und deswegen habe ich ja vorhin das Bildungs... Vielleicht verzeihen Sie mir diese Deformation professionell eines Volkswirtes, der dann irgendwie einen Zusammenhang zwischen Arbeitsproduktivität und Entlohnung sieht. Aber sei es drum. Natürlich gibt es andere Bestimmungsfaktoren auch. Die Arbeitsproduktivität hängt ja vom Unternehmen und vom Betrieb ab. Und der Betrieb hat eine bestimmte Produktivität. Wie das dann sich auf Löhne verteilt wird, wie es auf Profite verteilt wird oder Löhne verteilt wird, ist eine Regulierungsfrage, ist keine Frage der individuellen Arbeitsproduktivität. Also und das ist doch der Kern. Der Kern in der Auseinandersetzung, auch bei digitalen Geschäftsmodellen, ist doch wirklich, wie verteilt man die Wertschöpfung? Und wir haben bei Winner Takes It All, also wir haben ja wahrscheinlich noch andere Panels zur Regulierung von Internetunternehmen und so weiter, da ist doch die Frage, dass diese Wertschöpfung eben nicht verteilt wird auf all diejenigen, die an der Wertschöpfung teilnehmen. Also da, wo Tarifpolitik imstande ist, die Arbeitsbedingungen zu regeln, davon gehen wir immer noch aus, von etwa der Hälfte aller Beschäftigten mit Bindungswirkung auf Haustarifverträge etwa 55%. So, da machen natürlich die Tarifparteien entlang bestimmter Kriterien, machen sie Lohnpolitik. Das ist eine staatsferne Veranstaltung an der Stelle. Die wollen wir doch auch nicht kleinreden und aushebeln. So habe ich sie auch nicht verstanden. Also die Frage ist, und ich wollte gerne ein Argument darauf machen, dass wir schon auf die Frage schauen müssen, wie zum Beispiel Entlohnungsstrukturen in sozialen Dienstleistungsberufen aussehen. Da persönlich sehe ich gerade in der Digitalisierung, Sie können auch gerne das Wort der Robotisierung nehmen, überall dort, wo Sie Sachkapital, technischen Fortschritt in den Arbeitsprozess mit eingliedern können, steigt die Produktivität und steigt damit auch die Möglichkeit zu entlohnen. Deswegen sehe ich auch deswegen in der Digitalisierung eine Chance, in Dienstleistungsberufen zu höheren Vergütungsstrukturen zu kommen, die wir aus meiner Sicht in der Tat benötigen, um das auch klar positiv zu beantworten. Deswegen glaube ich, hier ist eine Chance und die Frage der Lohnpolitik wird sich über das im Lebensverlauf stärker denn je an der Qualifikation orientieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Vielen Dank. An der Stelle möchte ich die Runde gerne öffnen für Fragen und sehe die erste Frage hier in diesem Block. Siebte, achte Reihe, ein jüngerer Herr. Es kommt ein Mikro. Ich kann jetzt im Moment noch nicht sagen, aus welcher Himmelsrichtung, aber ich bin davon überzeugt, dass es so kommen wird. Dort der Herr, bitte. Mein Name ist Christian Wissel und die Diskussion ist mir im Moment noch ein bisschen zu gutgläubig. Also dass wir für alle möglichen, dass die Digitalisierung eigentlich nur eine Verbesserung bringt, Produktivität steigert und so weiter. Ich glaube, wir müssen durchaus mal Szenarien betrachten, wo es wirklich disruptive Veränderungen gibt. Wenn zum Beispiel das Thema autonome Fahren sich wirklich in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht so weit entwickelt, dass irgendwelche Dinge wie Tätigkeiten, die heute gerade im niedrigeren Sektor gemacht werden, komplett wegfallen. Sowas wie Kehrmaschinen fahren automatisch durch die Straßen, Müllwagen fahren automatisch durch die Straßen. In Lagerhäusern wird kein Mensch mehr arbeiten, weil dort viel, viel mehr automatisiert wird und komplette Arbeitstätigkeiten wirklich wegfallen. Es geht weiter in die Bürotätigkeiten. Also es gibt heute, natürlich haben aktuelle Erfolge der KI immer noch mal so Makel, dass zum Beispiel in der Medizintechnik die Erfolge in diesen Jahren noch nicht so stark sind, wie es sich Firmen wie IBM zum Beispiel vorgestellt haben. Trotzdem, wenn wir mal 5 oder 10 oder 15 Jahre weiterschauen, dann kann es durchaus sein, dass ganze Arbeitsbereiche wegfallen. Sowas wie Controller, das ist ein Szenario. Controller brauchen wir nicht mehr, weil solche Rechnungen, die Controller heute noch mit viel menschlicher Intelligenz machen, vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr benötigt werden. Und ich glaube, wir müssen uns darüber mal Gedanken machen, was heißt das eigentlich für die Gesellschaft, wenn solche ganzen Arbeitsbereiche wegfallen. Darf ich Sie bitten, zur Frage zu kommen? Ja. Oder darf ich die Frage destillieren? Frau Hassel, von Ihnen habe ich ja auch den Satz im Gedächtnis,
ach, die Arbeit reicht schon immer für alle. Woher die Zuversicht? Also ist das recht? Zuversicht erstmal aus der Historie, aus der Geschichte. Also wir sind ja nicht zum ersten Mal mit technologischen Innovationen konfrontiert, auch nicht mit Disruption konfrontiert, sondern wir hatten es früher schon mal. Und ich würde auch Herr Klöß zustimmen, wir wissen es nicht. Also wir haben bestimmte Szenarien, wir haben bestimmte Analysen, aber wir wissen nicht, wie sie sich konkret umsetzen werden. Und vielleicht haben wir auch vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht haben wir in 15 Jahren wirklich eine Massenarbeitslosigkeit, die technologisch induziert wurde, dass bestimmte geringqualifizierte Jobs einfach nicht mehr nachgefragt werden und die Menschen mit geringen Qualifikationen deswegen auch keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr haben. Ich vor dem Hintergrund, was ich bis jetzt erlebt habe und wie ich die Literatur wahrnehme, würde ich es einfach als nicht wahrscheinlich einschätzen. Es ist möglich, aber es ist aus meiner Sicht nicht wahrscheinlich, weil es natürlich immer auch andere Bereiche gegeben hat und auch weiterhin gibt in den Bereichen sozialer Dienstleistungen. Wir sehen große Notstände in Bereichen von Bildung, im Bereich von Pflege, im Bereich von Gesundheit, im Bereich von Alterung, wo wir natürlich sehr viel auch an niedrig qualifizierten Tätigkeiten in Anspruch nehmen könnten. Die Frage ist doch nur, wie man sie organisiert, wie man sie bezahlt, wen man für die Finanzierung von solchen Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir genügend Zeit haben, wenn das abzusehen ist, dass es in dem Bereich wirklich nicht mehr weitergeht, in anderen Bereichen aber durchaus noch Bedürfnisse bestehen, dass man die dort auch politisch organisiert gestalten kann. Also das wäre einfach meine Zuversicht an der Stelle, auch weil ich gar keine andere Alternative sehe. Ich wüsste gar nicht, wie wir uns heute darauf vorbereiten sollten, dass in bestimmten Bereichen große Zahlen von niedrig qualifizierten Tätigkeiten wegfallen sollten und wir dann schon mal vorbeugend sagen, wir bauen jetzt hier einen bestimmten Bereich auf für niedrig qualifizierte Menschen. Also das würde ich gar nicht als politisch, aber auch ökonomisch sinnvoll erachten. Ich würde gerne zur nächsten Frage weitergehen, weil wir einfach viele Wortmeldungen haben. Dem Herrn dort hinten habe ich die nächste Frage versprochen. Und hier vorne habe ich auch eine Meldung. Ja, dann sind Sie als Nächste dran. Danke sehr. Ja, ich glaube erstens, Herr Klöß, dass der Pfad der Arbeitszeitverkürzung, egal ob auf Lebensarbeitszeit oder auf Wochenarbeitszeit, weiterhin die Transformation zur Digitalisierung begleiten muss. Auf jeden Fall, weil ich glaube, die Arbeit wird sich verlagern, nur das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen wird nicht unbedingt weiter zunehmen. Also das individuelle Arbeitsvolumen, egal wie im Leben verteilt, muss abnehmen. Zweite Anmerkung, ich will noch mal nachfragen bei Ihrer Unterscheidung zwischen Ist und Wahrnehmung. Die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, die hohe Anteil des Niedriglohnsektors. Das sind ja keine Wahrnehmungsfragen, das sind auch Ist-Fragen. Die Verunsicherung mit der Rente ist keine Wahrnehmungsfrage, ist eine Ist-Frage, die Zukunft der Rente. Die nicht bezahlbaren Mieten ist keine Wahrnehmungsfrage, ist eine Ist-Frage. Also es gibt genügend Faktoren, die für diese untere Mittelschicht, aber ich glaube auch weit darüber hinaus für Teile der mittleren bis oberen Mittelschicht genügend Ist-Punkte für Verunsicherung bieten. Und ich meine, da ist diese Unterscheidung zwischen Ist und Wahrnehmung so einfach. Und der dritte Punkt und letzter Punkt, Sie haben beide, auch Sie, Herr Klöß, das Thema Qualifizierung zur Bewältigung der digitalen Transformation sehr hoch angesetzt. Finde ich völlig richtig und finde ich völlig gut. Das ist sicherlich neben weiterer Arbeitszeitverkürzung ein zweiter wichtiger Pfad. Aber warum ist es denn bis heute so, dass die Weiterbildung im Arbeitsleben immer noch in großen Teilen eine vom Arbeitnehmer zusätzlich zu erbringende Leistung ist und nicht auf allen Stufen des Arbeitslebens von Anfang an in die bezahlte Arbeitszeit zu 100-prozentig integriert ist. Das wäre eine echte Revolution, wenn man mit der Frage der Qualifizierung, die man so hoch ansetzen muss, wie sie es tun, aber auch sagt, das ist nicht nur für das Weiterkommen des Arbeitnehmers, sondern auch für das Überleben der Unternehmen wichtig. Also müssen sie es zu 100% in das betriebliche Geschehen, in die Arbeitszeit des Arbeitnehmers integrieren und nicht ihm selber mehr oder weniger überlassen und mit großen Anstrengungen verbunden, ob er das machen kann oder nicht machen kann. Das würde viel Verunsicherung nehmen. Spannende Frage.
Herr Klöß, Sie können gleich darauf reagieren. Ich wollte gerne, auch auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, noch mal mit der höflichen Bitte hier in die Runde schauen, dass Sie wirklich die Diskussion mit Fragen vorantreiben. Also ich glaube, davon profitiert die Diskussion, wenn die Wortmeldungen im Wesentlichen Fragen formulieren. Das wäre meine herzliche Bitte, Herr Klöß. Und wie ist Ihre Antwort? Zu Teil 1, Arbeitszeit haben wir einen Dissens. Meine Bild geht anders. Zweitens, Wahrnehmung versus ist. Immer eine Frage, Durchschnittsobservation oder einzelne Gruppen. Frage, Wohnen, ja, neue soziale Frage, würde ich sagen, ja, ist so. Frage, prekäre Beschäftigung, sehe ich nein. Wir haben einen Anstieg des Anteils des Normalarbeitsverhältnisses seit 2008 oder so. Also das Normalarbeitsverhältnis, meine Damen und Herren, ist kein Auslaufmodell, ist nach wie vor die vorherrschende Form. Und bei den sogenannten prekären Beschäftigungen haben wir eine Seitwärtsbewegung, zum Teil sogar Rückgang. Die Frage, Niedriglohnsektor hoch, aber nicht mehr steigend, okay. Er hat eine Frage auch mit der Komposition der Bevölkerung zu tun. Ich würde gerne hier darauf hinweisen, bitte vergessen wir bei all dem nicht, dass Deutschland ein Land in einer tiefen Veränderung ist, was auch die Zusammensetzung der Bevölkerung anbelangt. Das bitte vergessen wir nicht, auch wenn wir über Armutsphänomene sprechen. Wir haben eine andere Zusammensetzung der Bevölkerung als vor 20 Jahren und wir haben erhöhte Armutsrisiken bei Menschen mit Migrationshintergrund und mit Qualifikationsdefiziten. Das müssen wir für eine ursachengerechte Sozialpolitik, eine investive Sozialpolitik, bitte immer genau hinschauen, für welche Gruppe bieten wir welche Maßnahmen an, statt mit Durchschnittsobservationen zu arbeiten. Drittens, Qualifizierung. Mein Kenntnisstand ist, wir machen alle 3 Jahre Weiterbildungserhebungen, 33 Milliarden Invest, 80% davon in der Arbeitszeit. Kann man diskutieren, ob man die 20% noch sozusagen verändert zwischen Beschäftigten und Unternehmen. Aber hier ist die Digitalisierung auch eine Chance, nämlich digitale Lernformate. Lernen im Prozess der Arbeit über digitale Lernformate hilft sehr, die Weiterbildungsraten deutlich zu erhöhen. Jetzt ist die Dame hier in der zweiten Reihe dran. Hello, my name is Sophia Lee. Sophia Lee ist mein Name. Ich bin Professorin an einer Uni in Südkorea. Ich würde gerne noch ein bisschen was mehr hören über den Wohlfahrtsstaat, vor allem den kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaat. Man kann vielleicht sagen, Sozialversicherungen sind die starken Charakteristika. Wie sieht es aus mit dem Einkommen oder dem Beginn des digitalen Zeitalters? Da gab es grundlegende Auswirkungen, die Auswirkungen haben auf den Wohlfahrtsstaat, die Beschäftigung zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Integration überhaupt auf dem Arbeitsmarkt. Wie wird man die Einkommensniveaus und die Arbeitsstunden berechnen und die Plätze, wo man arbeitet? Denn die meisten Sozialversicherungssysteme basieren auf einkommensbezogenen Leistungen. Inwiefern wird das den Arbeitsmarkt verändern, vor allem durch die Digitalisierung? Welche Auswirkungen hat der auf den deutschen Wohlfahrtsstaat? Und wo unterscheidet sich jetzt das Niveau der gewerkschaftlichen Organisierung? Tarifverhandlungen haben natürlich auch starke Auswirkungen auf den Wohlfahrtsstaat gehabt. Ich möchte gerne mehr wissen auf die Auswirkungen der digitalen Kapitalisierungstendenzen auf den Wohlfahrtsstaat. Welche Konsequenzen, wir haben es teilweise auch schon angetippt, wir sehen werden bei einem schwächeren Gewerkschaftsgrad. 2 Punkte waren noch genannt. Beschäftigung, Arbeit, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und das dritte war, wie Einkommen berechnet werden und für die Absicherung. Also das ist eine wirklich sehr komplexe und umfassende Frage. Und wenn man sich die Entwicklung des deutschen konservativen Sozialmodells anschaut, dann ist im Moment, glaube ich, die Kernfrage, inwieweit wird sich der deutsche Sozialstaat stärker universalisieren, also in Richtung bewegen, wie auch die Liberalen schon oder die Skandinavischen schon, dass bestimmte Leistungen des Sozialstaats für alle Beschäftigten, für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden, ohne Bezug zu nehmen auf das Beschäftigungsverhältnis. Also wenn man sich umschaut in anderen Ländern, dann gibt es viel stärker universelle Elemente, zum Beispiel bei der Rente, eine Grundrente, die wirklich allen Menschen zugestattet wird und nicht davon abhängig ist, wie stark einbezahlt würde. Also eine stärkere Entfernung vom Beschäftigungsverhältnis. Oder, das ist die eine Richtung, in die es gehen kann, die andere Richtung, und das hat mit den Gründen zu tun, die Sie genannt haben, mit gewerkschaftlichen Organisationsgrad, Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Oder die andere Frage ist,
wie stark ist eigentlich die Sozialversicherung als Element zur Gestaltung der Arbeitswelt, aber auch des Sozialstaats in der Zukunft? Und da hat man lange Zeit eher gedacht, naja, die Sozialversicherung ist zum einen nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie die Umverteilungswirkung hat, die man gerne hätte. Sie ist auch oftmals schwerfällig und sie führt dazu, dass Menschen, die sehr gut in den Arbeitsmarkt integriert sind, stärker abgesichert sind als die, die am Rande des Arbeitsmarktes sind, also alle die, die prekär beschäftigt sind. Und man hatte gedacht, naja, vielleicht ist die Sozialversicherung gar nicht mehr das beste Instrument, um Sozialstaatlichkeit zu gewährleisten in der Zukunft. Ich glaube mittlerweile, wir brauchen die Sozialversicherung. Wir werden nicht erleben, dass sie abgebaut wird oder dass sie schwächer werden wird, sondern dass sie auch in der Zukunft eine wesentliche Rolle spielen wird, weil es uns erlaubt, durch Sozialversicherung doch noch mal zielgenauer an bestimmten Fragen nachzujustieren. Und das kann man nur, indem man eine Rentenversicherung hat, die tatsächlich auf bestimmte, die Lebensarbeitszeit zum Beispiel kalkulieren kann und auch nachschauen kann, wer hat denn welche Ansprüche erworben, muss man an der Stelle nicht nochmal nachjustieren, nochmal nachlegen, kann man zum Beispiel bestimmte Phasen der Nichterwerbstätigkeit anders absichern, als es im Moment ist. Also ich bin eher eine Anhängerin der Sozialversicherung und ich glaube, sie ist auch zukunftsfest. Herr Klöß, ich habe Sie gerade schon Ja sagen hören. Vielleicht ja. Reagieren Sie noch ganz knapp. Wir haben gleich noch eine letzte Wortmeldung. Ich glaube, die Leistungsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme hat sich erwiesen, wird sich auch pro futuro erweisen, wenn wir sie noch zukunftsfester machen. Sie werden sich wundern, wenn ich aufgeschlossen bin für eine Versicherungspflicht für Selbstständige. Das ist, glaube ich, mit Blick auf Bailout, die man ansonsten macht, wenn Altersarmut entsteht durch mangelnde Vorsorge. Das kann man nicht den Übrigen, finde ich, zumuten. Das ist eine Frage der persönlichen, auch der Symmetrie des Systems. Weiß Ihr Chef davon? Wir sind offene Menschen und wir haben die Qualität des Arguments sollte zählen. Und zum Zweiten glaube ich, dass die Frage ist, wer zahlt in die Sozialversicherung ein, nochmal einen tieferen Blick in der Tat verdient. Generell haben wir den Befund, dass der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung zunimmt wieder. Das heißt, die Leistungsfähigkeit dieser sozialen Sicherungssysteme hat sich meines Erachtens erwiesen. Wir haben keinen Abschied von der bismarckianischen Sozialversicherungsgrundidee. Wir müssen sie aber mit Blick nach vorne hin weiterentwickeln. Okay, eine Wortmeldung himmelsrichtungsmäßig dort. Ja, genau, der Herr mit dem roten Schal. Genau. Ich würde danach, ich drohe es schon mal an und kündige es an, auch die Runde schließen. Aber für Ihre Frage haben wir noch Zeit. Johannes Ahlefeld, Frage, wieso empfinden wir den technologischen Wandel so einschneidend und tief? Ich denke, weil er sowohl eben die Arbeitswelt als auch unser Privatleben betrifft, wie mit den gleichen Medien. Und insofern ist auch die Frage, wie können wir das sinnvoll regulieren? Ohne dass wir dabei dann gleich eben übergriffig, sagen wir mal, in persönliche Freiheitsrechte oder in persönliche Entfaltung eben eingreifen. Vielen Dank. Noch einen? Ja, dann nehmen wir Sie auch noch, aber bitte mit einer kurzen Frage. Ich würde gerne darauf eingehen, auf die Frage. Ich finde, das ist ein wirklich zentraler Punkt. Digitalisierung betrifft uns als Menschen in jeder Art von Aktivität, die wir haben. Digitalisierung macht nicht in der Arbeitswelt Halt. Das betrifft uns im Wohnen, im Autofahren, im was auch immer. Und meine Hypothese ist schon, dass wir als Menschen, als Bevölkerung tatsächlich auch damit umgehen lernen müssen, was diese Digitalisierung A an Erweiterung der Möglichkeiten, die wir haben, mit sich bringt, aber auch an über Begrenzungen nachdenken, die wir uns selbst geben müssen. Das ist eine Frage des Menschenbildes, Herr Ahlefeld. Welche Vertrauen haben wir in Menschen, dass sie das mit sich organisiert bekommen? Und jetzt der Herr noch in der vierten Reihe. Ja, guten Tag, mein Name ist Clemens Witte. Ich wollte nur ganz kurz fragen, ich weiß, Sie sind beide gegen das bedingungslose Grundeinkommen, aber können Sie noch mal Ihre Argumente vortragen? Danke. Aber ganz kurz. Weil es Hand an die Wurzel der Arbeitsgesellschaft legt und weil es die Anreize
erwerbstätig zu sein und sich über Erwerbstätigkeit das Einkommen zu erwirtschaften, fundamental schwächt in einer Weise, die ich nicht akzeptieren kann. Ich persönlich nicht. Mein Menschenbild. Und Sie argumentieren anders, und sagen Sie uns noch ganz knapp. Genau, weil es das Gegenteil von Integration bedeutet. Also Integration findet statt am Arbeitsmarkt, findet statt in der Schule, findet statt in der Gesellschaft, wo man tätig wird. Und der Arbeitsmarkt ist der größte Integrationsmotor. Und in einer Situation, wo wir jetzt offiziellerweise auch ein Einwanderungsland sind, mit einer Zuwanderung von jährlich 1 Million, einer Nettozuwanderung von 500.000 Menschen, kann ich mir das nicht anders vorstellen als über den Arbeitsmarkt. Und das Grundeinkommen würde dem detrimental entgegenlaufen. Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank auch Ihnen einmal mehr für die Konzentration, für die Fragen. Ich weiß auch nicht, warum die Zeit immer so schnell rennt. Aber jetzt laufen wir zu auf die nächste Runde der Foren. Sie orientieren sich bitte wieder anhand des Lageplans. Und ich möchte Ihnen aber nicht verschweigen, dass wir uns um 16 Uhr wieder hier treffen. Dann ist das Thema Smart City. Bis dahin.